Buon pomeriggio. Schönen Nachmittag. Insbesondere guten Morgen all diejenigen, die uns aus Übersee folgen, zu diesem Treffen mit dem Titel Vereinigte Staaten Demokratie am Scheideweg im Rahmen der 42. Ausgabe des Meetings von Rimini mit dem Thema Den Mut, Ich zu sagen. Mit uns verbunden sind Paolo Carozza, Professor für Recht und Direktor der Helen Colleagues Institute for International Studies an der Universität von Notre Dame, dann Professor Joshua Mitchell, Professor für Political Theory an der Georgetown University und Maurizio Molinari, Direktor der Tageszeitung La Repubblica. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe Ereignisse gesehen, den Aufstieg Trumps, die Aufstände im vergangenen Sommer, den Sturm des Kapitols im letzten Januar. Und wir haben uns alle gefragt, was geht da gerade vor sich und ob die amerikanische Demokratie an einen Scheideweg angelangt ist. Für diejenigen, die in Amerika leben, sind das die letzten Anzeichen einer Reihe von Symptomen, die bereits seit Jahrzehnten sich immer mehr vermehren innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, wie beispielsweise die Krise des ersten Gesetzes, des ersten Artikels, also die Redefreiheit, eine Polarisierung, der Niedergang der Parteien, die ersetzt wurde durch einen immer größer werdenden Individualismus, die Schwächung der Gewerkschaften, die von den großen Oligopolen und Monopolen bedroht wird. Und schließlich ein weiterer Faktor, die Schließung von Hunderten von lokalen Druckmedien. Seit 2016 sind etwa 500 Zeitungen, die geschlossen haben. Und die wenigen, die übrig geblieben sind, waren gezwungen, Kürzungen vorzunehmen und die Ressorts einzugrenzen. All dies sind Symptome, sind Anzeichen von etwas, das noch darüber hinausgeht, von etwas, das wir aus der europäischen Sicht betrachtet haben, was bereits seit Jahren vor sich geht. Und mit unseren Gästen möchten wir nun versuchen, auf den Grund zu gehen, jenseits einer allgemeinen Plattitüde, also eine Erörterung der Gründe, also dieses Blame Game, wie die Amerikaner sagen, also wer trägt die Schuld all dessen. Noch jenseits dessen möchten wir wirklich eine Vertiefung versuchen, eine historische Vertiefung und einen Blick werfen, noch über vorgestern hinaus, eine thematische Erörterung und die tatsächlichen Gründe und Wurzel jener Phänomene, die sich vor unseren Augen ereignen. Ich möchte als ersten Gast Professor Paolo Carozza vorstellen. Paolo Carozza, er ist verbunden aus dem Staat Indiana. Er ist Professor, also Juraprofessor und Direktor des Kellogg Institute for International Studies an der Universität Notre Dame. Sein Fachgebiet ist komparatives Recht und europäische und lateinamerikanische Rechtstraditionen, internationales Recht und Menschenrechte. 2015 hat er gemeinsam mit Vittoria Barsotti, Marta Cartabia und Andrea Simoncini ein Buch veröffentlicht, Constitutional Justice in Italy in Global Context. Er ist derzeit Mitglied der European Commission for Democracy Through Law als Vertreter der Vereinigten Staaten in der Kommission von Venedig und ist Mitglied der Kommission für unveräußerliche Rechte der US-Staaten im Jahr 2019-20.
Zwischen 2006 und 2010 war er des Weiteren Mitglied der Inter-American Commission on Human Rights, das Hauptorgan für die Förderung der Menschenrechte im Westen, dessen Präsident er auch war. Professor Carozza, würden Sie uns helfen, die historischen Wurzeln besser zu begreifen, die Gründe, weshalb die Vereinigten Staaten in dieser Lage sich befinden, die in uns die Frage aufruft, ist es eine Demokratie am Scheideweg? Es ist ein großes Privileg, in der Diskussion teilzunehmen, bei so einem wichtigen Thema und dringenden Thema. Und vor allem mit so einem super Gesprächspartner, die wir hier haben, mit Maurizio Molinari und Josh. Es tut mir sehr leid, nicht in Rimini zu sein mit allen hier. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich meine Äußerung auf Englisch mache. Es ist ein sehr sensibles Thema, das wir hier behandeln. Und ich möchte so vorsichtig und präzise mit meinen Werten sein wie möglich. Und ich vertraue den Übersetzern und werde die meine Gedanken nach ins Italienische übertragen werden. Es war für uns alle ein großer Schock, die Ausschreitung im US-Kapitol am 6. Januar zu sehen. Es ist verblüffend, in einer Zeit zu sein, in der ein Präsident nicht bereit ist, die Niederlage anzuerkennen und auch Unwahrheiten weiter verbreitet und eben der Regierungsapparat nicht nur benutzt, um Gerichtsstreitigkeiten auszutragen. Aber wie du gefragt hast, ist es wichtig zu fragen, woher das alles kommt. Ist Demokratie wirklich an einem Scheideweg? Kann die Vereinigten Staaten weiter ein Modell sein, wie es für einen langen, großen Teil ihrer Geschichte war? Ein Beispiel für eine gut funktionierende und gesunde und lebhafte Demokratie sein. Ich möchte zwei allgemeine Punkte machen und dann mit einer offenen und schweren Frage enden. Zuerst, wie Martina in ihren Eröffnungskommentaren sagte, ist es eine Versuchung, aber auch ein Fehler, das Problem auf den Aufstieg vom Trumpismus zu reduzieren. Oder zu sagen, dass die aktuelle Krise der amerikanischen Politik mit Donald Trump begonnen und enden wird oder das mit dem Aufstieg des ultrarechten Nationalismus zu verbinden oder alles durch die Linse des Rassismus zu betrachten oder eines Abgangs der Republikanischen Party. Die Versuchung, diese Narrative einzuschränken, ist dieses Problem ist besonders vorhanden in Europa, weil wir alle die Tendenz haben, in den anderen eine Version unserer selbst zu sehen. Eine typische menschliche Reaktion. Und hier ist oft eben diese Versuchung, die Events in den Vereinigten Staaten durch die Linse der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa mit dem Nationalsozialismus und Faschismus. Das passiert auch in den Vereinigten Staaten. In der letzten amerikanischen Geschichte haben wir nicht vorhergesehenen Anstieg von demagogischer Politik gesehen.
Nationalismus im Sinne von Blut und Boden meint nicht, dass historisch dasselbe in den Vereinigten Staaten. Patriotismus und Heimat sind in erster Stelle und werden sein Ideale und Trump hat sicherlich diese extremistischen Elemente benutzt und ausgenutzt in verabscheuenden Art und Weisen. Aber das ist nicht die Erklärung für die ganze Sache. Es erklärt nicht die 75 Millionen Wählerstimmen und aber auch nicht die überhaupt nicht die einzelne. Die Zeichen einer dysfunktionalen Demokratie waren schon viel länger in den Vereinigten Staaten präsent. Die Radikalisierung beider Parteien seit den 80er Jahren mit der Dominierung auf beiden Seiten von Ideologie über Kompromiss und Realismus und auch die Unfähigkeit, den einfachsten Aspekten des Gemeinguts in unserem Land nachzugehen. Die Krise der amerikanischen Demokratie ist in meiner Ansicht nach nicht in erster Linie eine politische oder eine institutionelle und sollte nicht in dieser Hinsicht verstanden werden. Wir sehen hier vor uns viel länger andauernde Veränderungen in der Gesellschaft und der Kultur. Und die gehen der politischen Veränderung voraus. Was am meisten beeinträchtigt wurde, war eben ein grundsätzliches Verständnis, was Amerika ist. Was sind die grundsätzlichen Ideen, die uns verbinden und uns zusammenarbeiten lassen? Lass mich das klarstellen. Die Narrative, was Amerika zusammenhält, wurde immer gerungen, wie es auch sein soll. Demokratie ist immer ein komplizierter Prozess von Uneinstimmigkeiten. Aber man muss eben einen gemeinsamen Kern finden, um zusammenzuarbeiten. Viele Beobachter sagen, dass eben Amerika immer weiter auseinander wächst, demografisch und kulturell. Einige sagen, dass es vier Amerika gibt. Also was hat diese zu dieser Fragmentation dieser gemeinsamen Identität geführt? Das ist eine toxische Kombination von verschiedenen Kräften und wir können die nicht wirklich alle im Detail betrachten hier. Die erste, eine schleichende Auflösung der sozialen und gemeinschaftlichen Verbindungen im Gemeinschaftsleben. Die zweite ist verbunden mit dem Abnehmen des Familienlebens und auch der familiären Verbindungen. Die Familie ist der erste Punkt, wo wir zu bürgerlichen Tugenden erzogen werden. Die dritte ist eben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der Globalisierung Technologie aufgekommen sind und die eben viele Amerikaner betroffen haben. Und ohne Zuversicht gelassen haben.
Viertens, eine immer stärker Individualisierung, die jetzt auch noch verstärkt wurde durch Technologie und die Leute immer mehr zu der Manipulation auch durch die Versuchungen des Extremismus ausgesetzt sind. Fünftens, der graduelle Abnahme der Wichtigkeit und der Zentralität von Religion. Das wurde von Tocqueville als der Kleber, das es zusammenhält, dass das amerikanische Experiment vom Abdriften in die Anarchie und in die Tyrannei abhält. Zuletzt möchte ich erwähnen, so wie auch mein früherer Professor Mitchell Sandel in einem kürzlich veröffentlichten Buch, einen entscheidenden Wandel in der amerikanischen Version der Meritokratie. Ein System von immer offenerer und gleicher Möglichkeit wurde immer mehr zu einer Verstärkung der Privilegien der Eliten und durchdrungen von einer gewissen Art von Ausschließung, nicht nur ökonomisch, aber auch kulturell, der Arbeiterklasse und der unteren Mittelklasse. Zum Abschluss die offene Frage: Ist die Ära der amerikanischen Demokratie, der demokratischen Stärke vorbei, oder kann die Lebhaftigkeit der Demokratie wieder erlangt werden? Ich weiß es nicht. Das Ende Amerikas ist eine Idee, die in verschiedenen Momenten der US-Geschichte wieder aufgekommen ist. Nach dem Bürgerkrieg so und nach der großen Depression. So, es gibt Anlass, das zu denken, dass das einfach nur eine vorübergehende Phase ist. Aber auf der anderen Seite scheint es tiefere kulturelle verwurzelt zu sein, das Problem. Es ist viel einfacher, die sozial-kulturellen Grundlagen der Demokratie zu zerstören, als sie wieder aufzubauen. Aber diese Krise kann Gelegenheit sein, zu den grundlegenden Fragen zurückzukehren und uns selbst zu untersuchen, wie diese Krise Grundlage für eine stärkere Demokratie sein kann. Was sind die Ideen, zu der wir gehören? Die Ideale? Das ist so eine Art von Nationalismus. Es ist zumindest in Spannung mit dem unpersönlichen globalistischen Universalismus, das unseren Diskurs über die Demokratie dominiert hat. Das Thema dieses Meeting legt nahe, dass das Ich ein Wir beinhalten muss. Eine Alternative zum Trumpismus ist dieser Woke-Progressivismus, aber ich denke auch, dass es ebenso eine Einbahnstraße ist wie der Trumpismus. Und deshalb, so wie du in der Einführung erwähnt hast, kann es ebenso So, sowohl das Wir als auch das Ich bedürfen Vernunft, Überzeugung, Kompromiss, Demut. Diese Tugenden sind notwendig für Demokratie.
Ich sehe vor allem in meinen Studenten, jedes Jahr sehe ich in ihnen, dass es ein Bedürfnis nach etwas mehr gibt, als das, was die Gesellschaft ihnen geben kann. Für ein größeres Ideal, was sie darin in ihre Menschlichkeit stärken lässt. Und die Fähigkeit, die Unfähigkeit von diesem Bedürfnis des Herzens ist der Ort, von dem wir die Demokratie wieder erstarken lassen können. Ich bin nicht optimistisch, aber hoffnungsvoll für die Zukunft von Demokratie in Amerika. Dankeschön. Herzlichen Dank, Professor Carozza. Ist die Ära der Demokratie in Amerika, ist sie vorüber oder kann ihre Vitalität noch aufgegriffen werden? Professor Mitchell, ich möchte mit Ihnen ausgehen von der letzten Provokation, die uns Professor Carozza gestellt hat. Professor Joshua Mitchell ist Professor for Political Theory an der Georgetown University. Er war in den akademischen Jahren 8 bis 10, war im Sabbatical und war an der amerikanischen Universität in Irab Sulaimani mit dem Schwerpunkt das politische Denken und Theologie im Westen und hat das Buch publiziert, The Fragility of Freedom, Tocqueville on Religion, Democracy and American Future, Mortal Condition in Shadowy Times und American Awakening, Identity, Politics and Other Afflictions in Our Time. Das sind seine Hauptpublikationen. Und ich möchte ihn fragen, was sind die Ursprünge dieser Krise der Demokratie und wie ich schon den anderen gefragt hatte, was geht da vor sich? Erleben wir gerade den Tod der amerikanischen Gesellschaft oder wenn es stimmt, dass Demokratie ein instabiler Begriff ist oder ist eine andere Entwicklung im Gange? Ja, vielen Dank. Ich bin sehr erfreut, hier zu sein. Ich muss zugeben, dass viele meiner Ausführungen Fußnoten zu Paulos Betrachtungen sein werden. Ich bin nervös als Amerikaner, aber ich verzage noch nicht. Wie Paulo gesagt hat, wurde Amerika schon auf die Probe gestellt. Wir sind in einem Moment der Krise, aber am Ende denke ich, dass wir in 5 bis 10 Jahren wieder daraus kommen. Wir müssen uns erinnern, dass die amerikanische Motto ist, e pluribus unum, von vielen einer. Dieses Motto ist da, weil wir ein sehr fragiler Mix sind und wir waren immer so ein fragiler Mix. Ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen und habe mein Land auseinandergerissen gesehen zwischen Leuten, die mehr für lokale Programme machen wollten, wie die Demokraten und auf der anderen Seite, die mehr in Außenpolitik investieren wollten, wie die was die Rechte war. Ich sehe den Punkt des Breakdowns von Amerika war die 2008 Finanzkrise. Dort waren radikale Flügel beider Parteien sagten Nein zu den Experten, die Partei regiert haben. Auf der linken Seite das Occupy Wall Street Movement. Die sind in großer Spannung mit dem moderaten Flügel, wie zum Beispiel die Joe Bidens dieser Welt. Und es ist nicht klar, wer da gewinnen wird. Ich denke, die Identitätspolitik. Die Republikaner sind eben in ähnlicher Unordnung. Was immer man über Trump sagen möchte, er hat es geschafft, er hat das Reagan-Movement rückgängig gemacht und die Bush-Doktrin des Neokonservativismus.
man hat jetzt ein neues Verständnis, was die republikanische Partei sein sollte. Und das ist darauf basiert, das basiert darauf, die Arbeiter unseres Landes zu schützen, dass wir nicht uns in Kriege im Ausland engagieren. Und ja, ich bin mehr besorgt um die demokratische Partei, aber ich sag da gleich noch was zu. Mein letztes Buch war über das was genannt amerikanisches Erwachen. Und ich denke, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa haben wir eine große Krise der Schuld. In Amerika ist die Krise der Schuld über Sklaverei, in Europa über verschiedene Stadien des Kolonialismus, die zwei Weltkriege, des Holocaust. Diese letzten 200 Jahre Krise ging auch einher mit einer graduellen Abnahme des Christentums. Und ohne die christliche Art und Weise mit Schuld umzugehen, kann sie nicht unsere Zivilisation nicht nicht überleben. In Christentum haben wir das Verständnis, dass der Mensch zerbrochen ist mit dem Prospekt, also der Zuversicht, der Lösung, der Reue, der Gnade, der Buße. Diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, um die Last der Schuld zu lösen. In den 60er Jahren In diesen wichtigen Momenten, die in dieser Zeit passiert sind, hat die Kirche angefangen zu verschwinden als starke Kraft in der Gesellschaft wieder zu verschwinden. Und dort jetzt ist diese große Krise der Schuld, und es gibt keinen Moment, keine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Und jetzt in Christentum hatte man den göttlichen Sündenbock Christus, der die Schuld aufnimmt. Wir machen Fehler, aber wir könnten immer wieder zu uns dem Licht zuwenden und von dieser Dunkelheit weg, dank Gott. Aber wenn man jetzt diese Aussicht eliminiert, werden wir auf täglicher Basis dieser Schuld erinnert, die wir als Amerikaner oder Europäer tragen. Früher oder später wird dieses Gewicht untragbar. Und was passiert ist in der Linken, ist, dass Identitätspolitik sich abgewendet hat von der göttlichen Sündenbock und sich einem sterblichen Sündenbock zugewandt hat. Und in diesem Moment ist es der westliche Mann. Ja, die Idee ist, du bist schuldig wegen deiner Nation, weil du einen bestimmten Blick der Familie hast, einen Blick, eine bestimmte Idee der Kirche, wegen deiner Geschichte, wegen deiner Monumente. Um deine Last zu lösen, werden wir unsere Nation, unsere Familien, unsere Kirche aufgeben. Und das sehe ich als sehr, sehr destruktiven Impuls, der seinen Weg durch die amerikanische Gesellschaft macht und auch durch die europäische. Ich glaube nicht an Nationalismus. Das ist eine schlimme Opposition, die gerade aufgebaut wird. Diese Opposition zwischen Universalismus und Nationalismus. Meine Position ist es, dass es etwas geben muss, was in der Mitte ist, das uns erlauben muss, dass wir uns mit unseren lokalen Gemeinschaften verbinden können, mit unseren Freunden, mit unseren Familien, unseren Ländern,
mit einem verantwortungsvollen Patriotismus, dass wir in verankerten Gemeinschaften leben können, ohne dem Blut- und Bodennationalismus nachgeben zu müssen. Ebenso ist ich denke, dass wir eben in der Mitte dieser tiefen Frage, ich möchte etwas mehr hinzufügen. Wir sind auch in einer Krise der Kompetenz. Nicht des Vertrauens, sondern der Kompetenz in Amerika und in Europa. Ich denke, dass im 20. Jahrhundert und am Anfang des 21. Jahrhunderts, dass wir durch kompetente Experten in die Zukunft gehen können. Ich denke, dass die kürzliche Afghanistan-Krise gezeigt hat, dass zweifelsfrei in Amerika, dass unsere Experten nicht ihr Zeug nicht drauf hatten und dass wir wir haben Bürgerkompetenzen mit Expertenkompetenzen ersetzt. Das ist, was Alexis de Tocqueville eben schon angedeutet hat, als Sorge erwähnt hat. Um die Demokratie wieder hier und in anderen Orten der Welt wieder aufzubauen, müssen wir daran glauben, dass die Bürger kompetent sind, die Welt zusammen aufzubauen. Werden sie Fehler machen? Ja, werden sie. Aber es ist ein Teufelskreis von Grund und Ursache, weil immer mehr Bürger als inkompetent genannt werden. Also ich denke, wir haben eine tiefe Krise sowohl in Amerika als in Europa. Aber ich würde zuallererst sagen, dass wir die vorpolitische Frage der Schuld anschauen müssen. Jeden Tag wachen Menschen in dieser Welt auf, die ich kenne, die wirklich überfordert sind von der Schuld, von der geschichtlichen Welt. Und ich denke nicht, dass die richtige Antwort ist, dass wir unsere Familien, unsere Nationen aufgeben und unsere Religion aufgeben. Aber wir müssen verstehen, dass die tiefste Sache, die Christentum des Christentums ist, dass der Mensch gebrochen ist im Grunde und dass wir immer in einer gebrochenen Welt leben. Wir leben in einer gebrochenen Welt, die immer irgendwie gebrochen wird. Und deshalb müssen wir eine Welt zusammen aufbauen. Das ist der Grund, warum wir Politik haben. Ja, deswegen, weil wir auch vorläufige Verständnisse haben und das dann wieder in ein paar Jahren wieder neu übergehen können. Wir haben im Letzten ist es eine spirituelle Krise. Der Mensch ist gebrochen, aber das ist nicht das letzte Wort über den Menschen. Ja, Dankeschön. Besten Dank, Herr Professor Mitchell. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Redner, Maurizio Molinari. Er ist Journalist seit 1989 und nach dem Studium in Politikwissenschaften und Geschichte an der Universität La Sapienza in Rom arbeitet er als Redakteur für mehrere Tageszeitungen und als Korrespondent aus Brüssel, New York, Washington und Jerusalem, Ramallah, an der Tageszeitung La Stampa, deren leitender Redakteur wird. Seit 2020 ist er leitender Redakteur von der Tageszeitung La Repubblica. Er ist Autor von 22 Veröffentlichungen, die ausgehend von seiner Leidenschaft und seiner Erfahrung innerhalb unterschiedlicher Welten und erzählt die großen Phänomene dieser Welt. Sein letzter
Buch heißt Atlas einer Welt im Wandeln. Nach dieser kurzen Erörterung unserer amerikanischen Redner über die Wurzeln und der Gründe der Situation in der gegenwärtigen Amerika, würde ich mit Ihnen gern Blick werfen auf die Implikationen werfen. Denn von Europa aus blicken wir oft auf Europa als ein Außenposten, in dem die Geschichte antizipiert wird. Was also hat das, was sich dort gerade ereignet, was hat das uns zu sagen? Welche Lektion bieten Sie uns? Wie denn das, was in den Vereinigten Staaten passiert und wie wir auch in den dramatischen Bildern der letzten Tagen gesehen haben, sind diese Implikationen auf globaler Ebene unvermeidbar. Vielen Dank für diese Einladung zum Meeting in Rimini. So ein wichtiges Forum für unser Land. Es ist eine große Ehre, hier bei euch zu sein. Ich habe in großem Interesse die Professoren Carozza und Mitchell zugehört von zwei so wichtigen Universitäten wie Georgetown University und Notre Dame. Die Vereinigten Staaten sind, wie gesagt, wie ein Labor, ein Land der Erforscher, der Erkunder. Und wir müssen, und der Blick muss von Interesse geprägt sein und Demut, denn die internen Rhythmen der Evolution sind viel schneller. Das DNA ist sehr ähnlich, aber die Rhythmen, der Rhythmus ist wesentlich schneller. Der soziale Rhythmus, der wirtschaftliche Rhythmus, auch die Gesetzesänderung, der politische Rhythmus, alles geht viel, viel schneller. Und die Verwandlung Demokratie, das, was in den letzten 5 Jahren in Amerika geschehen ist, enthält so viele Lektionen für uns, so viele Beispiele, die es anzuschauen gilt, die es erstmal zu begreifen gilt, noch bevor wir sie beurteilen. Der Sieg von Trump 2016 war der erste große Sieg eines Populismus, der genährt ist durch das mangelnde Vertrauen in die repräsentative Demokratie. Und dieses mangelndes Vertrauen, dieser Protest hat 3 grundlegende ursprüngliche: die Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit, Frucht der Globalisierung, USA ist Vorreiter der Globalisierung, und auch die Auswirkungen auf die Mittelschicht, die Proteste gegen die Korruption der politischen Klasse und das Misstrauen gegenüber der Migranten. Und das ist etwas, das die amerikanische Gesellschaft seit jeher begleitet. Es wird auf sehr Konflikte Art und Weise gelebt, und die Italiener wissen das sehr wohl, die nach Amerika ausgewandert sind. Und auch das Misstrauen in die Bundesinstitutionen, vor allem in den Kongress, das ist schon Ende der Clinton-Administration erkennbar. Und die Globalisierung verschiebt den Reichtum vom Midwest hin in den Osten. Und das, dadurch wird die Mittelschicht verarmt und beschuldigt die politische Klasse, dass er sie vergessen wurden. Und das sind diejenigen, die dann Trump ins Weiße Haus wählen. Und Trump geht mit diesen Protesten um, er managt sie nicht, sondern er betont sie und nutzt sie aus. Und es ist ein Präsident, der die Natur und die eigentlichen Prinzipien in Frage stellt, durch die er selber gewählt wurde, bis hin zum 6. Januar 2021, als seine Vertreter, seine Folger, die aus der extremen Flügel, das Kapitol stürmen. Und die erste große Lektion ist also, dass all dies zur Wahl von Biden führt. Das heißt, es ist genau das Gegenteil
geschieht. Und die Koalition, die Biden unterstützt, beweist zum ersten Mal, dass der Populismus überwunden werden kann, besiegt werden kann. Trump erlangt 70 Millionen Stimmen, wie nie jemand zuvor hat so viele Stimmen erlangt. Und trotzdem verliert er, denn an den Urnen ist die Koalition der Protestierenden, aber auch die gegen Trump sind, aber noch eine weitere Opposition, nämlich eine neue Generation von Rechten, eine neue Art von Rechten, die Rechten der LGBTQ-Rechte, eine neue Sicht der Frauenrechte, einen neuen Anspruch der Minderheiten, wie zum Beispiel die Afroamerikaner, aber auch eine neue Art und Weise, wie zum Beispiel den Anspruch auf unversehrte Umwelt. Und das bringt eine neue Generation von Wählern mit sich. Viele sind unabhängig, aber auch traditionell republikanische Wähler, die fliehen und diese Rechte gewinnen. Und die Frage, warum gewinnt Populismus? Und die zweite Lektion ist, dass der Populismus besiegt werden kann an den Wahlurnen. Und darüber haben die Europäer angefangen nachzudenken, nicht so sehr innerhalb der Parteien, aber der Impact war natürlich sehr stark, denn diese sogenannten neuen Rechte, angefangen von den Frauenrechten und den LGBTQ-Rechten, sind in Europa noch weniger stark verwurzelt im Vergleich zu den USA. Und auch die Gedanke, dass man sich vor dem Umweltwandel, von dem Klimawandel schützen muss, was weiß ich, dass ich zum Beispiel neue Häuser brauche, um mich zu schützen. Also das ganze Narrativ gibt es in Amerika noch nicht. Und in Amerika war das ausschlaggebend. Es erstaunt, dass die progressiven Kräfte in Europa noch verspätet sind in dieser neuen Definition von Rechten. Und die dritte Überraschung ist, dass der gewählte Präsident Biden, der gewählt wurde durch diese antipopulistische Formel und diese Rechte und auf so einem so strategischen Terrain wie die Beziehung zwischen der Demokratie und die Gemeinschaft der Demokratien, wie die Außenpolitik, und dass er in diesem Bereich, also Außenpolitik, so sich aus Afghanistan zurückzieht und ist somit fährt er die Linie von Trump fort. Und daher stellt sich die Frage, die wir uns in diesen Tagen alle stellen, also die Fraktion, die den Populismus besiegt hat, wurde auch eher von dem Populismus eingenommen, wie vorher Professor Michel andeutete. Hat dies auch diese andere Front, die den Populismus besiegt hat, nun eingenommen? Und diese beiden Identitäten, die des Populismus und die der neuen Rechte, verschmelzen und kann es sein, dass dies die Genesis einer neuen Auffassung von repräsentativen Demokratie ist? In den letzten paar Jahrhunderten hat uns Amerika immer wieder überrascht, hat den Populismus entdeckt, eine neue Definition der Demokratie, die Integration der Minderheiten. Die weißen Angelsachsen wurden zu einer Minderheit, sie haben ihr Land geöffnet an Juden, Chinesen und Südamerikanern. Und dieser Konflikt zwischen Rechten und Populismus geht auch durch die demokratische Partei durch. Denn Populismus kann rechts, also konservativ sein, kann aber auch progressiv sein. Und das ist dieses große Labor, das zu uns Europäern sagt, was wir zu erwarten haben.
Herzlichen Dank, Herr Direktor. Diese letzten 10 Minuten würde ich gerne Herrn Professor Carozza fragen, mit dem wir gemeinsam diese Veranstaltung vorbereitet haben, unseren Rednern Fragen vorzustellen, die ihm besonders am Herzen liegen, damit wir nun zum Schluss kommen und noch einen Blick werfen auf die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten, die aus diesen 3 sehr interessanten Vorträgen hervorgekommen sind. Herr Professor Carozza. Ja, vielen Dank, Martina. Und danke vor allem auch Josh und Maurizio für ihre faszinierenden Beiträge. Ich wünschte, dass wir alle hier physikalisch präsent sein würden, hier in Rimini, sodass wir nachher in eins der guten Restaurants uns zurückziehen könnten und die Konversation weiterführen könnten. Lass mich beginnen mit einer Frage mit dir, Josh. Du hast uns eingeladen, etwas mehr über Rasse zu reflektieren. Was ist eine verantwortungsvolle Art und Weise, über Rasse zu reden in Amerika heute, die konstruktiv wäre für die Zukunft der Demokratie, anders als ihr zu schaden? Nicht nur der Tod von George Floyd, sondern auch, wenn man zurückgeht zu den Ausschreitungen in Ferguson 2014. Es gibt ein neues Bewusstsein für Rassenungerechtigkeit in den Vereinigten Staaten. Und für viele, denke ich, ist es die Hoffnung, dass das wirklich zu einer Serie von großen moralischen Erneuerungen in Amerika führen wird, wie es historisch passiert ist, wie in Bürgerrechtsbewegung oder den Frauenwahlrechtsbewegung oder Abolitionismusbewegung. Warum aber fühlt sich das anders an? Warum ist das Black Lives Matters und der Kampf für Rassengerechtigkeit heute und die ganze Debatte darum so anders? Und welche Auswirkungen hat es für die Zukunft unserer Demokratie und wie können wir verantwortungsvoller über Rasse reden, wie du uns gebeten hast? In Amerika in den 60er Jahren waren die Kirchen noch sehr stark und Martin Luther Kings Botschaft war eine starke christliche Botschaft, um hin zu einer erlösten Welt zu arbeiten nach dem Bild unseres Erschaffers geschaffen zu sein. Und ich denke, dass soziale Umwälzung, das Black Life Narrative beginnt mit der Behauptung, dass Amerika vom System her rassistisch ist. Wir können darüber diskutieren, dass die Gründungsväter Sklaverei verteidigt haben. Aus meiner Sicht ist, dass sie es als abstoßend empfunden haben, aber noch länger, aber sie auch die Union zusammenhalten mussten und deswegen erlaubt haben, dass es noch weiter für etwas weitergeht. Aber das Problem mit dem systemischen Rassismus, mit dieser Narrative, ist, ist die Behauptung, dass Amerika so kaputt ist, dass du dir selbst nicht helfen kannst, deine Kommunität kann dir nicht helfen, deine Kirche kann dir nicht helfen, nur der Staat kann dir helfen. Das ist erstaunlich im Hinblick auf die Geschichte des afroamerikanischen Denkens. Vor 250 Jahren gab es viele ganz Unterschiede. Dort gab es den Glauben, dass eben diese Bewegung der Schwarzen, dass die eine Auswirkung hat, dass die die Schwarzen von dem Joch der Sklaverei erlösen kann. Was erstaunlich ist, jetzt ist, dass das Narrativ des systemischen Rassismus sagt, dass nur der Staat in jeder Art und Weise dich schützen wird. Martin Luther King
Ja. Ich möchte noch etwas zu sagen zu Mauritius Kommentar. Liberalismus ist den Rechten verschrieben und Pluralismus ist eine wundervolle Sache. Und du sagst es selbst, das Problem ist etwas anders in meinem, von mir aus gesehen. Du kannst hinter den Rechten von schwulen Rechten und Transgender-Rechten stehen. Aber das ist nicht die Art und Weise, denke ich, wie es am letzten formuliert wird. Die Art und Weise, wie es formuliert ist, dass du schuld bist in irgendeiner Art und Weise eines Gedankenverbrechens. Dass du, Ich bin ein liberaler Pluralist. Meine Familie kam aus dem Libanon, meine Mutter aus Wales. Ich liebe dieses Land, weil es ein pluralistisches Land ist. Aber meine Sorge heute ist, dass die Linke nicht mehr im Sinne des Pluralismus denkt, sondern die Ausnahme zur Regel machen. Anders als die Ausnahme der Regel ist, sorry. Du bist schon schuldig eines Gedankenverbrechens, wenn du denkst, dass viele Leute sind bereit zu sagen, dass Schwulenrechte okay sind, auch Transgender-Rechte, aber bitte sag mir nicht, dass ich schuldig bin eines Gedankenverbrechens. Das ist der Pushback. Oft sind die besten, die genauesten Beobachter, die von außerhalb schauen, von außerhalb der Vereinigten Staaten. Ich bin dir sehr dankbar für diese Gedanken. Ich würde dich erst bitten, auf Josh zu antworten. Bitte in dem Kontext einer zusätzlichen Frage. Du hast Ungleichheit in Rechten und Populismus in einer interessanten Weise zu verbunden. Und es... Ja, die sozusagen in der wirtschaftlichen Marginalisierung zu Opfer gefallen sind, und dass die Loser der wirtschaftlichen Veränderung also das geht über die schiere wirtschaftliche Ungleichheit hinaus. So, meine Frage ist, wie interpretierst du das? Woher kommt dieses zusätzliche Element her und was für Implikationen hat das? Das ist verbunden mit Josh' Frage. Wie verhält sich das zu diesem speziellen Push der neuen Rechte, die von vielen verstanden wird als Ablehnung der traditionellen Lebensweisen? Danke, Herr Professor Carotta, und vielen Dank, Joshua Mitchell. Mit Hinblick auf diese letzte interessante Frage möchte ich Folgendes sagen. Diese drei die drei Ursprünge der Proteste haben eine objektive Legitimierung. Es stimmt, dass die Globalisierung Ungleichheit mit sich gebracht hat und dass das demokratische System durch Korruption gekennzeichnet ist und dass auch dass diese Demokratien sehr schlecht mit den Phänomenen der Migration umgehen. Doch das, was die vereint, die diese Einwände hervorheben, ist die Absicht, das System der repräsentativen Demokratie zu delegitimieren. Da diese Probleme existieren und ihr keine Lösung habt, dann bedeutet dies, dass die Demokratie nicht mehr das Volk vertritt und deswegen delegitimiert wird. Denn diese drei Probleme existieren ganz objektiv. Und das Problem ist, dass eine Lösung zu finden bedarf Zeit, Studium,
Aufwand. Doch das Interessante ist, dass als die Pandemie auf dramatische Art und Weise die Notwendigkeit der staatlichen Institutionen ans Licht gebracht hat und die repräsentative Diplomatie neu gewertschätzt hat und geklärt hat, dass das wichtigste Recht der Bürger, nämlich die Gesundheit, nur durch den Staat gewährleistet werden kann und besser gestaltet hat, besonders im Blick auf die Impfstoffe beispielsweise reicht, um das zu verstehen. Und so ein neues Phänomen wie die Pandemie, was haben die Populisten in dieser Situation gemacht? Sie haben ein noch extremeres Front ins Leben gerufen, um die Novax-Bewegung herum. Das heißt, sie haben auf dem Terrain der Ablehnung der Impfung, um weiterhin die demokratischen Institutionen angreifen zu können. Und dies sagt uns, dass der Konflikt zwischen Rechten und Protesten über die Natur, über das Wesen der demokratischen der demokratischen Institutionen in unseren Ländern in eine neue Phase getreten ist. Denn wenn wir uns anschauen, was die extremen Front der Novax betonen, also wohlgemerkt, innerhalb der Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, gibt es unterschiedliche Leute. Es gibt Familien, die persönliche Entscheidungen treffen. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht wirklich um die ganz extremen und organisierte Front, die legitimen gewählten Regierungen beschuldigen, eine Diktatur zu sein. Und das Zeichen dafür, wie sehr das Ganze ausatmet, dieser ganze Konflikt, wie hart und extrem er wird und wie sehr er von jenen Autokratien außerhalb der westlichen Welt ausgenutzt wird, denn die haben alles Interesse, die westlichen Demokratien zu schwächen. Und die fördern all das, was unsere demokratischen Systeme auseinanderbrechen lässt. Was das Thema, das Professor Mitchell andeutete über die Rasse, das Problem der Rasse in Amerika, ist mir gleich Barack Obama in den Sinn gekommen. Ich hatte als Journalist die Gelegenheit, 6 Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Ich war, habe die ganze Wahlkampagne, ich habe in 6 Jahren allen seinen Reisen bin mit ihm gegangen. Es war sehr interessant, die Dynamik zwischen ihm und der Frau, die unterschiedlichen Identitäten innerhalb der Familie Obama. Und eine Sache hat mich ganz besonders beeindruckt, nämlich als er die afroamerikanischen Gemeinschaften traf, dann gab er eine bestimmte Botschaft. Und diese gründete sich auf 2 Generationen, die Generation von Moses und die Generation von Joshua. Und die Generation von Joseph, das sagte er einmal in Alabama, aber er hat es mehrmals erwähnt. Und er sagte, dass die Generation des Mose diejenige ist, die die Freiheit erlangt, die Ägypten verlängt. Und für uns war das Martin Luther King. Und sie haben gewonnen, denn sie haben die Gleichberechtigung erlangt. Die Rechte der Afroamerikaner sind jetzt die gleichen wie die aller amerikanischen Bürger. Und wir sind aber schon die nächste Generation, nämlich die des Joshua, derjenige, der das gelobte Land eintritt und es aufbaut. Es hat keinen Anspruch mehr auf neue Rechte, sondern ist Protagonist des Aufbaus des gelobten Landes, gemeinsam mit allen anderen Völkern. Und Obama hat sehr oft die Afroamerikaner kritisiert und deren Leader und sagte ihnen, hört mal zu, wenn ihr euch in eurem Opferrolle verschanzt und eure Energien im Protest investiert, dann meint ihr, dass ihr noch zur Generation des Moses gehört und verpasst die Gelegenheit, Teil der Generation des Joshua zu sein. Und das hat mich sehr geprägt.
Und es hat mir klar gemacht, wie tief die Wunde des Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft ist, aber auch, wie groß der Konflikt innerhalb der afroamerikanischen Gemeinschaft ist in der Antwort auf diese Herausforderung. Besten Dank, Herr Direktor. Also es tut mir leid, dass wir jetzt dieses Gespräch nicht weiterführen können, aber mir scheint klar, dass die Punkte, die diese letzte Stunde hervorgebracht hat, mannigfaltig sind. Und ich hoffe, dass wir auch in zukünftigen Veranstaltungen diese Punkte noch weiterhin zu vertiefen. Wie die amerikanische Journalistin aus den 30er Jahren Dorothy Thompson sagte, der Kampf gegen die Demokratie beginnt mit dem Aufbau der demokratischen Temperaments, der demokratischen Methode, der demokratischen Herzen. Demokratie kann gerettet werden durch Männer und Frauen, die demokratisch sind. Demokratische Männer und Frauen. Wie wir heute gehört haben, also Männer und Frauen mit dem Mut, wir zu sagen, wie eingangs Professor Carozza ausgeführt hat, damit dies die Möglichkeit schafft, dass Orte und Räume geschaffen werden, indem man wahrhaftig ich sagen kann. Ich danke also all unseren Rednern und all diejenigen, die uns gefolgt haben, sowohl aus Rimini als auch im Streaming aus der ganzen Welt. Ich erinnere an die Wichtigkeit eine Spende zu machen, damit solche Veranstaltungen möglich werden, und wünsche allen einen schönen Abend bzw. noch einen schönen Tag. Thank you.